willkommen zu einem neuen DM-Haul. Ich habe bei DM Online wieder was bestellt und es mir zuschicken lassen. Und die Dinge zeige ich euch. Das ist so ein mittelmäßiger DM-Haul. Also schon einiges, also ein paar Dinge sind es schon. Auch wenn der Karton klein aussieht. So, er ist nämlich wirklich proppenvoll gefüllt. Ja, was habe ich mitgenommen? Und zwar von Betty Barclay. Einmal wieder das Set. Ihr wisst ja, ich liebe das Parfüm. Das ist so mein Alltagsparfüm. Und dazu gibt es auch das Duschgel. Und wenn ihr mich kennt, wisst ihr, auch das Duschgel kaufe ich immer wieder. Und im Set ist das natürlich günstiger. Also nicht immer, aber dieses Mal war das Set günstiger, nämlich mit Duschgel und mit dem Eau de Toilette. Wo ist es? Ja, einmal. Gut, da komme ich jetzt nicht raus, aber Mann, so jetzt. So, einmal das Eau de Toilette, genau, das hat hier 15 ml. 15 ml und das Schauergel. Und oh, ich liebe den Duft vom Parfüm und vom Duschgel ebenso. Wenn ich das Duschgel verwende, verwende ich zusätzlich das Parfüm nicht noch. Da reicht das Duschgel wirklich vollkommen aus. Also stundenlang hat man den Duft noch an der Haut. Verwende ich aber jetzt auch nur so für die Arme und für die Beine, weil das reicht. Und es reicht auch wirklich monatelang hier, das Schauergel. Dann kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr es nicht kennt. Dann habe ich einen Nagellackentferner wieder mitgenommen und zwar von der DM Eigenmarke Evelyn. Einmal wieder den mit Aprikosen, Kernöl, acetonfrei. Mag ich auch sehr gerne vom Duft. Außerdem, hier habe ich eine Tüte mit dekorativ-kosmetischen Produkten. Was haben wir jetzt alles drinnen? So, und zwar einmal meine Mascara wieder, die ich auch täglich verwende. Das ist die Telescopic Mascara. Diese hier und von L'Oreal. Und die hat so ein tolles Bürstchen, also die hat ein Gummibürstchen und macht super, super gute lange Wimpern. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr aber, eine Mascara, also ich verwende nicht nur eine Mascara, sondern immer doppelt, beziehungsweise im doppelten oder dreifachen Auftrag. Deswegen habe ich mir auch wieder von L'Oreal eine weitere mitgenommen. Und zwar ist das auch die, die ich täglich verwende von L'Oreal, die Pro XXL Volume Mascara. Die hieß früher mal Superstar Mascara. Haben die jetzt umbenannt, ist aber wirklich exakt die gleiche. Und zwar gibt es da einmal auf der einen Seite Nummer 1 den weißen Primer als Base. Das heißt, ich gebe jeden Tag diese dran. Dann die schwarze Mascara. Das ist jetzt kein Gummibürstchen, das ist so ein geschwungenes und das macht richtig gute Wimpern. Das heißt, alleine mit der hier hat man schon sehr gute Wimpern. Und für den noch besseren Effekt gebe ich danach sofort, solange es noch nicht trocken ist, also erst 1, 2 und dann sofort diese Teleskopik-Mascara drauf. Und ich liebe dieses Ergebnis. Ich kann es euch nur empfehlen, holt euch die zwei, wenn ihr die nicht habt. Probiert es mal aus und gebt mir gerne Bescheid, ob das bei euch auch so einen tollen Effekt macht für den Wimpern. Das ist wirklich so mein Secret für die Wimpern. Dann habe ich aber noch was mitgenommen. Zweimal die gleiche, weil eine Mascara davon geht zur Verlosung, die bald online geht für euch. Das ist hier von Catrice die Glam & Doll False Lashes Mascara. Blackfest, diese hier. Und also diese hier geht zur Verlosung an euch. Die lege ich schon mal beiseite und ich habe sie mir auch mitgenommen. Die zeige ich euch jetzt. Sie hat auch ein Gummibürstchen. Und ja, ich würde sagen, bei Catrice Mascara, vor allem die Glam & Doll, kann man nie was falsch machen. Und ich wollte mir die jetzt einfach mal wieder mitnehmen. Ja, deswegen dürft ihr die mit und eine für euch zur Verlosung. Dann habe ich zweimal wieder die Mundspülung mitgenommen von der DM Eigenmarke, die Donto Dent. Ja, zweimal. Einmal für meinen Lebensgefährten und einmal für mich. Wir nehmen die beide her. Beide sind jetzt schon fast leer. Deswegen wieder zweimal diese hier. Preis-Leistung, ich glaube, 85 oder 95 Cent. Ihr seht die Preise ja von den Produkten. Und also ja, mögen wir beide sehr vom Geschmack und Preis-Leistung wirklich perfekt. Dann habe ich meinen Augenbrauenstift wieder mitgenommen von NYX. Den öffne ich jetzt nicht, weil ihr kennt den eh schon. Das ist von NYX dieser Microbrow Augenbrauenstift, den man hier herausdrehen kann und das Bürstchen dazu. Das Bürstchen verwende ich nicht für die Augenbrauen, weil ihr wisst ja, ich habe quasi fast keine Augenbrauen, die man jetzt kämmen müsste. Deswegen verwende ich das Bürstchen immer zum Vorbereiten für die Wimpern auf die Mascara. Einmal zum Durchkämmen. Und dafür ist das nämlich wirklich super gut geeignet für die Wimpern. Und das ist die Farbe Taupe.
bei mir, die ich immer verwende. Dann habe ich, ach ja, dann habe ich noch was für die Verlosung. Und zwar, ich wusste jetzt nicht, dass es so klein ausfällt, aber ich habe jetzt nicht auf die Milliliter geschaut. Und zwar ist es ein Nagellackentferner von der DM Eigenmarke Ebelin mit Candy-Duft. Candy-Duft, ich dachte jetzt, die wäre eigentlich genauso groß, wie man sieht, nicht. Hier sind nämlich 125 drin, den ich mir immer mitnehme. Und hier sind jetzt nur 50 Milliliter drin. Habe ich nicht gesehen, ich habe es nur angeklickt online. Und dachte mir so Candy-Duft-mäßig, ich weiß gar nicht, wie er duftet, ich rieche aber mal dran. Ja, man riecht jetzt gar nicht so extrem was raus. Da ging die Kamera kurz aus. Ja, ich wollte sagen, weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Also den Duft, man riecht jetzt gar nicht so den Candy-Duft raus, aber doch ein bisschen. Es riecht so ein bisschen Bonbon-mäßig, also ein bisschen zuckermäßig riecht es. Auf jeden Fall, ja, ich hoffe, es freut sich auch jemand von euch über den Gewinn, wenn die Verlosung dann losgeht. Also die zwei Produkte sind für die Verlosung gedacht. Ich habe ja schon ganz viel für die Verlosung angesammelt, weil ich mache da ganz, ganz viele Pakete. Deswegen, wenn ihr mitmachen wollt, lasst mir schon mal ein Abo da, um die Verlosung dann, um daran teilzunehmen und natürlich die Verlosung auch nicht zu verpassen. Dann machen wir weiter. Ich habe dann wieder meine Intimas Lotion mitgenommen von Nivea, die rosarote Intimo. So wie einen Primer von NYX, den habe ich schon geöffnet, habe ich nämlich gestern früh schon benötigt das erste Mal, heute natürlich wieder. Das ist mein täglicher Primer von NYX, der Photo Loving, der Studio Perfect Photo Loving Primer. Der ist so geleartig und mag ich einfach. Ich bin ja kein Freund von diesen ja, getönten Primern, weil es bei mir dann immer super dunkel wird. Habe ich euch ja auch schon ganz oft darüber berichtet. Immer wenn ich dann so einen farbigen Primer hatte, ja, und dann die Foundation und alles drüber gebe, war das super dunkel. Deswegen, das ist mein allerliebster Drogerie-Primer. Dann habe ich noch meine Foundation wieder nachgekauft. Die habe ich auch schon verwendet, weil mir die ausgegangen ist. Von Catrice, die Nude Drop, das Tinten Serum. Und zwar in der Farbe 004N. Das ist, glaube ich, die hellste Variante. Und ja, passt. Die ist jetzt nicht super deckend. Die hat eine leichte Deckkraft. Ist quasi eher so eine Sommerfoundation, würde ich mal sagen. Ich persönlich mag es ja sehr deckend. Deswegen wundert ihr euch, warum habe ich die jetzt schon wieder nachgekauft. Das ist der Grund, weil die nehme ich einfach, nachdem ich den Primer draufgegeben habe, nehme ich diese Foundation hier. Ist aber nicht deckend, aber ja, man hat halt schon mal was drauf. Und dann, auch wieder nachgekauft, weil es mir ausgegangen ist, verwende ich von L'Oreal den Concealer, den Infallible Modern Concealer, der angeblich 24 Stunden halten soll. Ich habe ihn noch nie 24 ganze Stunden dran gehabt, muss ich sagen, weil ich verwende ihn morgens und am Abend vorm Bett gehen schminke ich mich ab. Es sind also keine 24 Stunden, aber bis dahin hält er, aber auch nur, wenn man das danach noch settet und so weiter. Ja, und das ist die Farbe 320 Porzellan. Der musste auch wieder mit und alle drei Produkte werden immer so fast zeitgleich leer, kann man sagen. Der Primer wahrscheinlich ein bisschen schneller, aber so Foundation und Concealer. Ja, und die zwei zusammen. Ja, gibt dann eben, ja, habe ich jetzt auch dran, wenn man es vielleicht sieht. Heute ist das Licht ein bisschen schlecht, aber ja, die zwei habe ich dran und ja, ich bin damit zufrieden. Dann habe ich aber auch was Neues mitgenommen. Und zwar gibt es von NYX jetzt neue Foundations. Das sind diese Blur Foundation in so einer Tube. Ja, Zungenbrecher. Die Blur Burmese Me Foundation hier. Und zwar habe ich da die zwei hellsten Farben genommen. Das ist einmal die 01. Wenn man es vielleicht hier sieht, 01 Pale und 02 Fair. Also die zwei hellsten. In der Kamera sehen die, denke ich mal, komplett identisch aus. So nebeneinander gehalten auch. Und ich muss sagen, ich habe beide, ihr seht, es ist schon offen, ich habe beide schon ausgetestet. Beide Farben würden mir passen, sowohl die 01 als auch die 02, alles kein Thema. Aber ich bin nicht zufrieden mit der Deckkraft. Ja, für mich persönlich ist es nicht sehr deckend. Ich mag es ja sehr, sehr deckend. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass viele geschrieben haben, dass die viel zu deckend ist. Dem kann ich leider nicht zustimmen. Also ich habe es deswegen auch gekauft, weil ich eben gelesen habe, dass die super deckend sein soll. Ist sie nicht. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare. Habt ihr die hier auch schon ausprobiert? Die gibt es ja in allen möglichen Farbnuancen. Für jeden Hautton was dabei. Aber ich kann sagen, also diese zwei hier sind
nicht deckend. Also ich bin super enttäuscht. Mal gucken. Ich werde die Tage jetzt nochmal ausprobieren. Heute habe ich ja, wie gesagt, meine zwei üblichen drauf, aber bis jetzt ein kompletter Flop. Finde ich sehr schade, weil NYX hat eigentlich immer super gute Produkte. Diese Drop Foundation war ja immer meine Lieblingsfoundation. Die ist ja irgendwie aus dem Sortiment genommen. Ja, ich habe alle leer gemacht. Gibt es nicht mehr. Dann diese Can't Stop, Won't Stop Foundation. Ich glaube, das ist die von NYX. Mit so einem Pumpding finde ich auch nicht gut. Habe ich auch schon zwei Farben getestet. Und die jetzt, dachte ich mir, wäre jetzt vielleicht wieder was. Ist aber nicht. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr drüber denkt. Dann von L'Oreal wieder meinen Lidschatten. Den kennt ihr schon. Das ist der Öl-Eyeshadow in der Farbe 20 oder ja, 20 Queen Satin. Das ist dieser Champagne, also dieser Champagner-Ton. Und ja, habe ich ja immer auf dem Lid so dran. Ist auch so mein. Eigentlich schminke ich mich ja immer jeden Tag gleich, kann man sagen. Und das ist mein liebster Lidschatten. Und zu guter Letzt. Nichts Kosmetisches, aber etwas für den Haushalt, und zwar von der DM-Eigenmarke Denk mit. Ja, da steht ein automatisches Duftspray. Ich dachte, es wäre jetzt nur so ein Raumspray, und zwar Vanilletraum und Orchidee. Und Vanille mit Orchidee hat sich sehr gut angehört. Ich habe nämlich jetzt ein Waschmittel seit ein paar Tagen mit Vanille- und Orchideenduft, und die Wäsche duftet so, so lecker, dass ich jetzt, als ich das gesehen habe, Vanille-Orchidee sofort ans Waschmittel denken musste und dachte, nachdem die Wäsche schon so gut riecht, und es jetzt auch noch so ein Raumspray davon gibt. Aber das Waschmittel ist eine ganz andere Marke. Ich weiß gar nicht was. Lenore vielleicht oder so. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Dachte ich mir, nehme ich auch mal so ein Raumspray mit. Ist natürlich nicht ganz, ganz so gesund, das Raumspray. Ich habe jetzt hier noch gar nicht gelesen, was da so drin ist. Aber wenn man mal kocht mit Knoblauch oder irgendetwas, Eintöpfe, weiß der Teufel was, und dann das ganze Haus so riecht, kann man ja ein bisschen was sprühen. Ich nehme sonst auch immer Räucherstäbchen manchmal, aber ja, ich dachte, Vanille-Orchidee hört sich gut an. Ist so ein automatisches Ding, deswegen hat das hier so ein komisches Teil hier, wenn man das irgendwo ransteckt. Ja, ist so ein Nachfüller, aber man kann draufdrücken und es sprüht. Ich habe es schon getestet. Duftet sehr, sehr, sehr lecker. Ob ich es jetzt nochmal nachkaufe, weiß ich nicht. Wird jetzt auch sehr lange, wahrscheinlich monatelang halten, weil so viel sprühe ich da ja nicht rum. Aber ja, kann ich empfehlen, den Duft. Finde ich gut. Und ja, das war's mit dem DM-Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst mal gerne ein Abo da. Wenn ihr demnächst bei der Verlosung mitmachen wollt, sowieso. Und folgt mir auch gerne auf Instagram, ist unten verlinkt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann.